Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Dave LP zurück zu einer neuen Folge von Outlast. Ja, es geht leider schon weiter in diesem Video. Wir waren stehen geblieben unter der Unterwelt, wo wir das Dokument gelesen haben. Nicht, ob wir am Anfang sind. Ja, wir sind wieder am Anfang. Okay, ist gar nicht so gut. Wir sind wenigstens unten. Gut, das heißt, wir beeilen uns. Die Nacht sicher, bringt dafür. Genau, wir waren ja, wir haben uns eigentlich hier hingestellt, glaube ich, oder vor dem Turm. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Aktiv. Speicher. Cool, das ist jetzt Speicher. Aber wieso? Gehackt. A-Block. Egal. Wir sind aber jetzt im A-Block. Das steht schon mal fest. Morphogen Engine Chambers. Wir sind jetzt bei Laboren. Das ist ein Labor, lol. Extra den Code verpixelt, damit man es nicht abschreiben kann. Na gut, ist ja eigentlich sinnlos. Was ist das? Schokolade. Schokolade, das ist Schokolade. Bleh. Also, hier ist was passiert. Man sieht's. So, das machen wir zu. Das machen wir zu. Man sieht das Ding? Nee. Das war bloß eine Illusion. Eine Anzeige. Project, oh, schon wieder was zu lesen. Project Warfighter Obduktionsbericht. M130-0921. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Mirkov-Korb zu entsprechen. Zielformular 4083. Autor Jennifer Holland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Warrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon, aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen und abhängigen Schwarms hindeutet. Somit Zweifel an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag erstellen. Die physiologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zur Arbeit ist größer, als ich bewältigen kann. Ich werde vorschlagen, weniger Hoffnung mit die weit hergeholten Theorien eines sensilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Sperma-Protein basiert. Ich werde auf jeden Fall eine stärkere Chemiefixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nicht anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemische Fixierung haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Also Leute, ich verstehe hier immer noch nicht so richtig, wie das passiert ist. Und das ist so, ob wirklich für Leute ab 18 ist. Es würden bestimmt Leute erst ab 16, 17, 18 Jahren das verstehen, was hier passiert ist. Ich verstehe das wirklich nicht. Also was mit Warrider ausgebrochen ist und mit Billy und so weiter, aber irgendwie verstehe ich das einfach nicht. Und irgendwie, wie kann ich das mir auch nicht erklären lassen von irgendeinem Typen, da würde ich das immer noch nicht verstehen. Hier sind wieder Hindernisse, das bringt mich doch wieder zu einer Idee, dass hier irgendwas gleich kommt. Ja, da kommt doch gleich was hier, schon wieder Hindernisse sind. Und dahin sieht ekelhaft aus. Und die Kamera, die bricht gleich wieder ab. Draußen! Ich will rein! Scheiße!
Also wir bewerben jetzt draußen. Morphogenic Engine. Das ist der morphogenetische Antrieb, einige mathematische Zeilen, ein Algorithmus. Programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel, ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche Produkte heutige. Ich bin ihm noch was schuldig. Oh ja. Ich glaube, da wird gleich was kommen. Ja, ich glaube, da wird gleich was kommen. Delivery Exit. Ja, es ist eingebrochen. Da kommen wir nicht lang. Wir sind immer noch im A-Block. Oh, Scheiße! Rein! Da war weiter, da war weiter. Renn. Scheiße, der Warrider. Fuck. Nein, da fällt er. Fuck, ja, jetzt. Hat er uns gerettet? So stirbst du also von ihnen heraus im Stück gerissen. Dein Inneres, das an einer Betonwand verteilt, bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht ein anderes gefunden hast. Oh ja. Wenigstens ist er jetzt tot, ey, der. Da ging mir so auf den Sack, ey. Endlich ist er tot. Wo sollen wir denn jetzt bitte hin? Ey, wir müssen, glaube ich, wie wieder zurück, so wie es aussieht. Aber wo sollen wir da denn hin? Wie es aussieht. Ist das nicht also Dr. Wernicke, der in dem Interview mit uns geredet, in dem Interview war, was wir angeschaut hatten mit dem morphogenetischen Antrieb? Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Virchow discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineer the precise molecules necessary. Darf ich wieder abhauen? Das interessiert mich. Oh! Das ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber das mit den Knacken ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Also, die können wirklich aus Outlast einen Ego-Shooter mal machen. Weil das wäre bestimmt mit der Physik und den Waffen cool. Ja, und mit der Ausrüstung, mit der Grafik. Das passt eigentlich zu dem Ego-Shooter. Zu einem Ego-Horror-Shooter wie Pear. Ja. Neues Ziel, finde Billy im Hauptlabor. Okay. Das heißt, glaube ich, ich soll Billy töten. Morphogenic Engine Jumpers. Okay, hier geht's weiter. B-Block. Wir sind jetzt im B-Block. Da liegt eine Hand. Ist das eine Hand? Ich will mal gucken. Geil gemacht, Alter.
richtig cool gemacht, vor allem das mit der Hand, dass da eine Hand liegt, ist ja krank, das ist unter Jauch. Okay, yes, er war gerade Party. Ja Leute, die, so wie es aussieht, war ja gerade Party. Hier ist Party. Blutverspritztes Schränken, sag ich jetzt mal. Ich sag jetzt, das ist einfach nur so blutverspritztes Schränken. Kamera, nicht deinen Geist aufgeben. Die Kamera will schon wieder ihren Geist aufgeben, das kannst du aber vergessen. Kannst du gleich abschneiden. Hallo. Da wollen weiter. Rennen. Wohin? Hier lang. Irgendwo. Keine Ahnung. Eine Treppe hoch. Ah, scheiße. Rennen. So. Okay, das ist also der Tower, da habt ihr gesehen. So sieht er aus. Ein Dokument, das will ich noch lesen. Hinweis an alle Personen vom Facharztärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke DBNR. Verehren Sie den Schwarm und nicht entlassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten und ihrem Glauben anbringen. Alle fühlen den Wesen dieser Technologie sind und so weit überlegen, dass Illusionen von Gottes Furcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und als Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie die der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Nein, das werde ich nicht vergessen. Ich brauche Wissenschaft. Ein riesengroßes Tor. Wow. Alter, ist das geil. Wow, Alter, Schwede. Unter dem Berg. Scheiße, wer auch immer meine Leiche findet. Hauen Sie keinen und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt, ich weiß, das behaupten nur Verrückte, aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt, und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium, es ist ein absoluter Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass Smirkovs Fehler ist, begraben Sie diese Bastarde mit einer verstümmelten Leiche. Wernickes Maschine. Der Assembler, die Zulaufkammer, die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gesehen habe, wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich das hören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze alle meine. Also, ich soll Billy töten, weil der, glaube ich, der ist der, das überhaupt alles möglich macht mit den Nano, der Nanotechnologie. Stable. Okay, ich würde aber sagen, wir beenden hier die Folge. Mein Name ist David B. und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.